Wir waren an genau der Stelle hier stehen geblieben. Wir haben so eine Art Zwischenboss besiegt, weil wir sind doch noch nicht ganz auf der Spitze dieser Illusionswelt. Und damit sage ich willkommen zurück zur neuen Folge von Seventh Dragon Kodofo. Und das erste, was wir machen, ist folgendes: Wir schauen uns mal die Skills an. Wir sehen, wir können zwar hier noch nicht unter dem Menü Punkt Skill anwählen und anklicken, aber wenn wir auf Status drücken, können wir zumindest hier in dem Bildschirm den Y-Knopf drücken und dann kommen wir ins Skill-Menü. Ja, über Umwege. Und hier sehen wir, welche Skills unser Charakter momentan halt hat. Und hier steht auch drinne, dass wir unterschiedliche Skillpunkte haben, je nachdem, was wir für ein Schwert ausgerüstet haben. Deswegen brauchte ich mich in der letzten Folge auch nicht wundern, dass ich bei einem Special Skill dreimal angreifen konnte. Da hatte ich eben noch eine Katana ausgerüstet oder ein Schwert. Und dann habe ich ja gewechselt, oder bin gewechselt auf die Doppelklingen und schon hat sich der Skill auch geändert. Das heißt, diesmal habe ich nur eine Attacke, die ich ausführen kann. Dafür ist es aber eine Medium-Attacke und die ist besonders stark gegen fliegende Gegner. Das ist interessant. Müsste ich mal testen, ob drei einzelne Attacken bei einem Gegner besser sind als diese eine Attacke auf den gleichen Gegner. Was da wohl mehr fruchtet? Drei kleine Attacken, die vielleicht nicht vom Typ Medium sind, oder eben eine starke Attacke, die besonders stark gegen fliegende Gegner ist. Ah, keine Ahnung, muss ich testen. Dann kann sie sich selbst auffallen. Und unsere Skills müssen es schaffen, sich irgendwie nach oben pushen zu können. Denn wir sind ja hier überall bei Level 1. Und ihr seht, Area Slash kann Level 5 bekommen. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ob ich diesen Skill einfach nur permanent benutzen muss, damit er im Level nach oben steigt. Oder ob wir, ja, keine Ahnung, Items benutzen müssen, um die Sachen hier zu stärken. Vielleicht müssen wir auch Items finden. Vielleicht gibt es ja für jeden Skill irgendein Buch. Wäre jetzt auch keine super neue Idee in einem Spieldesign. Und dieses Buch müssen wir jetzt lesen, damit sich ein Level hier nach oben bewegen kann. Ja, das weiß ich wirklich nicht. Bei ihm bin ich mir auch unsicher, was dieses 1G bedeutet. Immer wenn ich das lese, denke ich sofort an Dragon Ball, wie die mit der G-Kraft, ne, das ist ja die Erdanziehungskraft, mit der Gravitationskraft, dass sie damit immer trainiert haben. Vielleicht rührt die Kraft G1, G2 oder von One Piece, gibt es ja auch. Ne, Ruffy oder Luffy, wie viele ihn nennen. Der kann ja auch Gear 1, Gear 2, Gear 3, mittlerweile auch G4. Vielleicht so eine Geheimpower. Aber wofür steht G? Wofür steht G? Damage based on enemy G. Weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir irgendwo unter den Statuswerten irgendein G. Ne, Life, Mana, Attack, magisch. Ja, noch magische Attacke, magische Defense, normale Defense und Speed. Auch hier ist nichts von G zu lesen. G Snow, S Erza, D Yogi. Was heißt denn G Snow? Was heißt S Erza? Wer ist Sword? Sword Erza und G dann für Gott? God Snow? Godhand. Aber wenn G jetzt für Godhand steht, Damage 1G1 Instant G1. Ja, es wird doch nicht Godhand heißen. Vor allem, das macht da keinen Sinn. Godhand 2, Damage based on enemy Godhand. Nee, das macht keinen Sinn. Also G muss dann hier für irgendwas anderes stehen. Ja, er kann zumindest noch uns heilen. Und kann sich den auch aussuchen, wen wir heilen, das ist schön. Und wir können Gift, Blindheit und Paralyse heilen. Und er, wirklich sehr interessant, der alte Kartendeckspieler, Feuer, Eis und Lightning, das ist das, was er kann. Und er kann Fallen hinsetzen, wie das für einen Yu-Gi-Oh!-Spieler üblich ist. Pitfall. Aber fragt mich nicht, wie das funktioniert. Hier steht Attack und dann Null Action after taking Damage. Four Turns. Was heißt das? Trap Pitfall scheint eine Attacke zu sein, deswegen steht er da Attack. Und dann Null Action after taking Damage. Four Turns. Heißt das, wir können uns dann nicht mehr bewegen oder eine Attacke ausführen? Oder heißt das, der Gegner kann dann für eine Runde keine Attacke ausüben, weil er geblockt ist? Weil ist ja eine Spezialfähigkeit, die heißt Falle. Da habe ich leichte Verständnisprobleme. Aber egal, oh, wir haben schon wieder sehr, sehr viel gelabert. Komm hier, wir müssen weiterzocken. Wir müssen einfach wieder eins nach oben. Und wir haben bestimmt hier neue Gegner, die wir uns angucken können. Und wir müssen die Skills mal ein bisschen weiter austesten. Ich gehe mal hier ganz nach oben, weil wir sehen ja, links ist eine Truhe. Und bestimmt komme ich, wenn ich hier hochlaufe, direkt zur Truhe.
Wir haben ja einen weißen Hasen. Der ist anders, den kenne ich noch nicht. Ich gehe mal hier auf Skill. Ja, Area Slash kostet halt 3 Punkte. Nimm ich mal. Und er kann es nicht benutzen. 1G, 1 Instant. Aber wieso kann ich das nicht auswählen? Vielleicht muss der bestimmte Anzahl an Runden abwarten, dass er das hier machen kann. Ja, keine Ahnung, wir greifen weiter an. Und er hat Donner und Eis. Und X-Burn könnte er auch machen. Fire Damage based on Fire Card Usage all. 3 Turns. Ja, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe gedacht, ich kann diesen Skill nur nutzen, wenn ich Feuerkarten in meinem Deck besitze. Also je mehr Feuerkarten ich halt habe, desto größer wird der Schaden sein. Aber der Skill scheint dann doch anders zu funktionieren. Oh, das sind neue Gegnertypen. Und die sind bestimmt anfällig auf Donnerschaden. Und die fliegen, das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich hier mit Area Slash auch eine Menge reißen. Ich mache erstmal hier diese olle Motte weg, denn die kann bestimmt Negativzustände auf uns draufbringen. War ja bei HP und Odyssey auch so, dann dürfte die weg sein. Ja, 61 Schaden. Das war dick. 18. 18 Schaden, das geht aber noch. Also zweimal würde ich überstehen und überleben. Und mein kleiner Yugi hat auch die größte magische ATK. Die ist doppelt so hoch als bei den anderen beiden Kollegen. Dafür habe ich aber eine sehr, sehr kleine und leichte physische Angriffskraft. Also gar nicht so verkehrt. Dann habe ich jetzt hier zwei Peoples, die physisch stark austeilen und einen, der magisch halt ein bisschen besser drauf ist. Heilen kann ich auch. Ich denke, damit bin ich für zukünftige Kämpfe bestens gewappnet. Und es ist auch wesentlich einfacher als HP und Odyssey allein schon, weil wir hier nur 3 Personen mitnehmen dürfen. Ja, das heißt, es ist nicht ganz so komplex, als wenn wir eine Fünfergruppe hätten. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir das nicht nur einfacher haben, weil die Benutzung der Skills ja sehr einfach ist, sondern weil wir auch gar nicht großartig überlegen müssen, wie wir unser Team am besten zusammenstellen können. Weil wir haben ja nur 3 Plätze. Und wen nimmt man mit? Ja, auch wenn man hier keine Ahnung hat vom Spielprinzip, dann dürfte jedem als erstes einfallen, einen Heiler mitzunehmen. Weil ohne Heiler kannst du das hier vergessen. Das heißt, du deckst dich mit sehr, sehr vielen Items ein. Dann brauchst du jemanden, der stark austeilt. Und zwar physisch. Und einen, der magisch viel austeilt. Ja, ich denke, das ist ein gutes Standard-Team und wer so denkt, der fährt hier eine gute Runde. Bin ich zumindest der Meinung. So, jetzt haben wir hier Level 4 schon bekommen in der letzten Runde. Vielleicht sollte ich mich vor dem Endkampf noch um ein Level weiter nach oben bringen. Guardwing wird direkt mal equipped. Ja, sie bekommt das. Magische Defense nach oben. Oh, Defense 3 und magische Defense auch 3. Der ist gut. Die Frage ist, wer ist denn jetzt am schwächsten? Ach, da sind wir tatsächlich als Hauptcharakter am schwächsten von den Defensivwerten. Na dann, direkt mal ausrüsten. Und hier schon die Treppe, die nach oben führt. Jetzt weiß ich nicht, ob da oben noch mehr auf uns wartet an Gängen und Irrwegen. Oder ob wir jetzt schon an der obersten Spitze des Turms angekommen sind. Ja, na endlich mal eine Eisattacke, sehr gut. Ach, habt ihr gesehen? Jetzt steht da G1. Wenn wir mit G1 angreifen, dann bekommt der Gegner den Zustand G1. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Oh, wisst ihr, wo ich Bock habe? Das muss ich irgendwie testen. Am liebsten würde ich das... Warte mal. Ja, sie gibt man auf Guard. Na. Wird nur springen, weil der ist danach sowieso tot. Oder? Na, vielleicht auch nicht.
Weil Jeb, die Attacke, die war ja gegen den gar nicht so hart gewesen. Dann dürfte das Feuermonster überleben. Und dann kann ich, wenn ich Glück habe, danach nochmal angreifen. Nein, kann ich nicht mehr. Es ist leider auch besiegt worden. Schade. Schade, schade, schade. Ja, und schaut mal, die XP-Punkte, die schießen schon wieder nach oben. Also ein Level nehme ich schon noch mit. Na, ich habe Angst, wenn ich hier hochgehe, dass ich dann sofort irgendein Event trigger. Deswegen bleibe ich hier unten mal ganz kurz. Und ich nutze die Runden, um das auszutesten. So, Aerial Slash müsste hier ausreichen. Und er macht mal die Attacke bei dem Hasen. Ja, finde ich gut. Und wir ziehen mal ein paar Karten. Vielleicht ziehe ich noch ein bisschen... Ach, das war auch schlechte Entscheidung, Mist. Ja, ich habe vergessen, dass der Hase das schwächste Monster besser gewesen ist. Ja, und blöd ist, dass der... ordentlich ausgeteilt hat. Wenn er das jetzt nochmal macht, bin ich direkt weg. Okay, ich kann mich heilen. Er muss angreifen, weil ich muss diesen Skill einfach testen. Medis 14. Naja, Zeit für ein paar Items, die wir benutzen. 41, sehr gut. Die kann ihre komplette Lebensenergie heilen. Und 40, also ein Trank gibt schon mal 40 Lebenspunkte zurück. Das ist gut. Ja, tatsächlich. Ich muss also erst mit einem Skill auf den Gegner einschlagen. Dann bekomme ich G1. Und wenn ich G1 habe, dann könnte ich jetzt das benutzen und Frontpunch auslösen. Jetzt ist die Frage, müsste ich jetzt nochmal Job aktivieren, damit ich noch einmal einen G-Punkt bekomme, um dann Quartetto auszuüben? Wahrscheinlich schon, weil Frontpunch braucht ja G1. Ich frage mich jetzt, wenn ich das benutze, ist dann dieser eine G1, also dieser eine Punkt weg und du müsst dann von vorne hier anfangen? Oder bleibt der eine Punkt gespeichert? Wisst ihr, was ich meine? Na, cool. Ich nehme mal Frontpunch und ich hoffe, er überlebt noch. Er hat überlebt, sehr gut. Aber G1 bleibt bei dem stehen. Wie geil ist denn das? Das verschwindet tatsächlich nicht. Das ist nett. Okay, ich kann es doch nicht mehr benutzen. Liegt aber eher daran, dass ich keine magische Punkte mehr habe. Aber cool. Na dann weiß ich ja, wie das Skill jetzt funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie der Skill von Yugi funktioniert. Dieses X-Burn. Ja, wir sind leider noch nicht im Level aufgestiegen. An der Stelle gab es einen kleinen Schnitt. Warum? Naja, ich bin jetzt die Treppe nach oben gelaufen. Wir befinden uns in Stage 3 vom Tokyo Sky Tower. Und ich hätte jetzt hier das schon zeigen können, aber es ist einfach nichts Spannendes passiert. Es sind genau die gleichen Monster gewesen, wie auch schon eine Etage zuvor. Dann gab es auf der Mittelebene ganz links eine Einschneise der Hakennase, ein Item. Auch das ist ja uninteressant. Und warum sollte ich das zeigen? Ich meine, wir müssen ja so ein Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen. Bin ich auch immer noch der Meinung. Wenn irgendwas Spannendes passiert, wie jetzt zum Beispiel bei Aethyrn Odyssey, da kann es ja passieren, dass du die Dungeons abgrast und irgendwo an einer hintersten und tiefsten Ecke des Dungeons, dass dann nochmal ein Gespräch zwischen unseren Mitstreitern stattfindet. Dass wir so eine Art Geschichtenerzählung haben, wir etwas Einblicke bekommen können in unsere Charakterklassen. Das wäre cool, aber es scheint hier nicht so zu sein. Dann ist mir auch aufgefallen, meine Psychologie spielt mir auch so einen kleinen Streich, denn ich laufe, geschult, wegen den Aethyrn Odyssey-Teilen, immer die Wand lang. Also immer schön hier so, weil ich permanent Angst habe, ich könnte hier irgendeine geheime Tür verpassen, wo ich nur A drücken muss, um da reinzukommen. Denn die Wände, ey, ganz ehrlich, die sind doch prädestiniert dafür, hier irgend so ein Drecksgeheimnis einzuschleusen. Wo es vielleicht ein seltenes Item gibt, einen seltenen Boss, was auch immer. So, jetzt sehen wir hier irgendeinen großen Hund, der erstmal nur witzig aussieht und uns gar nicht angreifen möchte. Na, Mio meldet sich und sagt, wait, this one wasn't in the manual. Okay, dieses Monster scheint wohl nicht im Spiel sonst vorzukommen. And it's way stronger than the other monsters you fought so far. Keine Ahnung, woher sie das wissen möchte. Sie sagt auf jeden Fall, das Monster scheint stärker zu sein als all die anderen Monstern, die wir besiegt haben. Wo auch immer sie die Information her hat.
Ja, und hier ist schon direkt mal die Frage. How do you know it's so strong? Eine sehr gute Frage, hätte ich auch gefragt. How? Well, based on its frame and dermal features, it clearly has both power and mobility. Okay, sie kennt das Monster doch nicht, aber sie schaut nur auf seine Wesenszüge, wie es agiert, wie es gestikuliert, wie es rumspringt. Und ja, seine Frames kann ich jetzt schwer übersetzen, aber ich denke, ihr wisst, was damit gemeint ist. Also auf jeden Fall vom rein biologischen oder auch molekularen Aufbau, den sie zu sehen scheint, erkennt sie, dass das Monster arschgefährlich ist. Interessant. Wait, how do I know all this? sie ist selber überrascht, dass sie das weiß und fragt sich das auch noch ganz laut. Okay, ist es denn das erste Mal passiert? Ich meine, warum sollte sie überhaupt... Ich meine, von dem Mädchen kennen wir eh nichts. Wir haben sie jetzt vor der Tür gefunden, die wollte mit uns hier reingehen. Warum sie uns gewählt hat, weiß ja auch keine Sau. Und warum sie hier in dem Spiel teilnimmt, weiß auch keine Sau. Also, wer zum Teufel ist das und woher weiß sie das? Und vor allem, warum weiß sie selber nicht, dass sie sowas kann? Sehr mysteriös. Maybe it's a rare monster, no matter what it is. Please, be careful. Ist das denn der erste Boss, den wir haben? Oh ja, die Musik schlägt komplett um. Das muss ein Bosskampf sein. Und jetzt können wir uns komplett auf unsere ganzen Skills fokussieren. Ich mache mal hier gleich eine Special Attack von Ersa. Und wir können unseren G-Attacken-Skill weiter austesten. Sehr schön. Und ich weiß auch immer noch nicht, was X-Burn zu bedeuten hat. Eine Falle habe ich schon mal hinlegen können. Ich mache erstmal das hier. Ich ziehe mal noch zwei weitere Karten. Vielleicht ist es ja ein großer Vorteil für uns, je mehr Feuerkarten wir im Deck haben, desto größer vielleicht dann der zukünftige Schaden sein würde, keine Ahnung. Wir ziehen aber leider keine weitere Feuerkarte. Wir ziehen einfach nur eine weitere Donnerkarte. Und der kann 3, 4, 5 mal angreifen. Sehr nervig, aber der Schaden hält sich in Grenzen. So, ich mach mal noch Magic, weil ich brauche G2. So, wir haben Eis gezogen. Jetzt könnten wir eine Falle hinsetzen. Bluten ist gut. Wenn wir jetzt angegriffen werden, müsste er eine Blutungsattacke bekommen. Das ist gut. Ich leg mal das hin. Vielleicht greift's auch. Vielleicht greift er uns tatsächlich an. So, wir sind jetzt im G2. Nice. 50 Schaden ist auch okay. Er hat schon die Hälfte verloren. Er greift uns an. Ja, Autoskill. Tatsächlich. Boah. Habt ihr den Schaden gesehen? 33? Alter, Yugi ist bisher so der stärkste Attackenausteiler. Überleg mal, das war eine Attacke. Eine Attacke. Der hat uns angegriffen, dann haben wir gekontert, hat er schon 30 Schaden genommen und dann nochmal Blutungsschaden, auch nochmal 30. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Blutungsschaden so verdammt hoch ist. Und jetzt bin ich gespannt. Quartetto. Reset Enemy G. Ja, wenn ich den benutze, ist leider unser G2 resettet. Steht hier nicht da. Ich könnte jetzt permanent G1 ausprobieren. Aber ich mach mal Quartetto. Vielleicht ist der Schaden so dermaßen fett. Nee, 91 nur. Verhältnismäßig wenig Schaden, muss ich mal sagen. 91. Geht aber, ist natürlich trotzdem als eine Attacke richtig fett. Ach, und die Falle bleibt sogar liegen. Die Falle ist noch nicht mal verschwunden. Wie nice ist denn das? Das heißt, die verschwindet tatsächlich erst nach 4 Runden. Und wenn die einmal ausgelöst wurde, ist die nicht gleich weg. Ach, cool. Na, das fetzt. Also, wenn man so nach und nach herausbekommt, wie die Skills funktionieren, ist das irgendwie ziemlich geil. No way, they beat it. Und schon wieder diese eine komische Stimme, die sich wundert, dass wir dieses Monster besiegt haben. I think we found ourselves. The second key. Playtime is over. Bestimmt der komische Hase. Ja, da ist er. Excuse me, excuse me. Und was ist mit der Truhe? Da oben war da noch eine Truhe. Ich will die Truhe haben. If it's something wrong? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Fragt Mio. Congratulations, you have been chosen. Ja, wir wurden auserkoren von der seltsamen Puppe. Mit dem sehr gefährlichen Mund. Chosen? But why? Now then, come along with me to the headquarters of Noden's Enterprises. Und er lädt uns auch direkt mal ein,
ins Hauptquartier zu kommen. Don't worry, we'll explain everything once we get there. Und er wird uns alles erklären, sobald wir da sind. Ersa, what should we do? Was heißt denn wir? Ich meine, wir sind nur Spieler. Ich will gar nicht mehr mit dir rumhängen. Es klingt nach Spaß. Let's go with it for now. Oder wir sollten erstmal ruhig dabei sein. Ja, die coole Ersa sagt nicht, das klingt nach Spaß. Oder doch, sagt sie das? Doch, sie sagt es. Es klingt nach Spaß. Of course it does. This is your chance to open the door to a world you couldn't only before dream about. Ja, wir könnten jetzt irgendeine Tür öffnen, wovon andere halt nur träumen. This way, please. Follow me. Ja, und wir sollen ihm folgen. Die Ohren, ey. Vor allem, die sind irgendwie sehr steif. Die fallen gar nicht so cool nach unten wie auf dem Foto. What seems to be the problem? Please come along. Erfahrt, was unser Problem ist. Unser Problem? Na, die Truhe. Wir wollen die Truhe noch haben. Wir können nicht hier gleich mitkommen. Ja, wir sind die Erste, die folgt. Und die anderen drei kommen hinterher. Und Mew hat keinen Bock. Mew geht nochmal spielen. Wait for me, Ersa. Ja, also was immer es mit Mew auf sich hat. Und vor allem Second Key. Ich konnte den Weg tatsächlich hier einfach so zurückgehen und stehe jetzt vor der Truhe. Wir haben Poison Aid bekommen. Okay, können uns also heilen gegen Vergiftung. Ja, komisch ist nur, wir können noch mal ein bisschen weiter nach oben gehen. Es ist also nicht die letzte Ebene gewesen in diesem Tower. Oh, ich hoffe nicht, dass das Spiel jetzt so aufgebaut ist, dass wir ein paar Dungeons haben und dann im Endgame oder nahe des Endgames immer wieder zu den gleichen Orten zurück müssen, um gegen stärkere Gegner anzutreten. Obwohl es dann eigentlich nur so ein bisschen Level-Recycling ist. Also das wäre ein bisschen blöd. Wenn so eine einmalige Sache ist, ist das auch wieder was anderes. Ich habe auch keine Ahnung, wie hoch der Turm hier überhaupt ist. Vielleicht haben wir jetzt sogar schon ganz, ganz harte Gegner, die uns mit einem Schlag besiegen. Werden wir gleich sehen. Also komisch würde ich es finden, wenn wir jetzt Gegner haben, die genauso aussehen wie die, die wir gerade besiegen. Ja, es sind die gleichen. Es sind tatsächlich die gleichen, aber ich kürze die ganzen Sachen ab, indem ich einfach flüchte aus den Kämpfen. Ja, seltsam, oder? Na, dann bin ich mal gespannt. Hier ist nochmal ein Speicherpunkt und wir sehen, dass es hier weitergeht. Vielleicht ist hier der letzte Punkt des Turms. Gibt es doch nochmal so eine Art Endgegner, einen optionalen? Jetzt schon? Das wäre ziemlich cool. Okay, wir scheinen tatsächlich jetzt draußen zu sein. Final Stage. Da steht's auch schon. Das ist ja cool. Und vor allem, was auch auffällt, es gibt hier keine Anzeige, die signalisiert, wann der nächste Zufallskampf startet. Vielleicht dann doch so eine Art Endkampfbühne. Naja, ich habe natürlich gespeichert. Und ich bin gespannt, was es für ein Gegner sein wird. Vielleicht ist der so hart, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt zurück müssen, falls wir überhaupt hier einen Gegner haben. Nee, haben wir nicht. Hier ist tatsächlich kein Gegner. Also wir müssen bestimmt irgendwann zurück, weil hier oben was passieren wird. Die Frage ist nur, wann und vor allem was? Ist das nicht seltsam? Wir können hier jetzt bereits hinreisen, aber hier ist nichts. Vor allem Final Stage. Wieso heißt das Final Stage? Wenn hier nichts Finales irgendwie passiert. Oh, das macht mich neugierig. Ich muss wissen, was hier los ist. Bitte nicht spoilern für diejenigen, die jetzt wissen, was hier oben los ist, aber das ist ja cool. Das sind bestimmt Secret-Bosse. Na egal, okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Hasen und schauen, was der im Headquarter uns zu erzählen hat. Bis gleich. Hier lauert unser kleiner, komischer Hasenfreund. Und bloß gut, ich hatte noch ein Escape-Kit dabei. Ohne dieses Item. Ich weiß nicht, ob ich das im Turm gefunden hatte oder rein zufällig eh schon einmal besessen habe, aber damit kann ich flüchten und zwar jederzeit aus einem Dungeon. Ich habe oben nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie durch so ein grünes Portal zu schreiten. Es gibt ja grüne Portale oder Punkte, da können wir einen Dungeon sofort verlassen. Blöd nur, wenn auf der obersten Ebene oder eins weiter drunter kein solches Portärchen ist, weil dann muss man den ganzen Weg mühsam zurücklaufen oder man nimmt eben das Item Escape Kit. Das heißt, ich mache mal hier mal so eine kleine Schleife um den Finger, damit ich mich daran erinnere, viele dieser Kits zu kaufen. Denn ohne so ein Kit
Oh, ich habe keinen Bock, zukünftig durch Dungeons zu marschieren und dann den ganzen Weg wieder mühsam zurückzulaufen, nur weil ich nicht flüchten kann. Grausam. Na egal, das dazu. Wir sprechen den Hasen an. Let us go outside and I will lead you the way to the nonce main office. Ja, schlecht vorgelesen, egal. Aber wir gehen nach draußen. Und dann möchte er uns auch den Weg schon zeigen. Sheesh, are we really gonna have to rely on this shitty team? Was heißt denn hier shitty team? Mr. Rabbit, sir, do you have to say shitty? I'm not a rabbit, what? Boah, schon ist er aggressiv. Wir sind kaum draußen und schon wird sein Umgangston mit uns deutlich schlechter. Huh? Bert? What do you mean with Bert? Wipe that damn look of your face. From now on, call me the almighty Nagamimi. Got it? Oh, als ob wir ihn so nennen müssten. Warum denn? Er ist ja nicht immer unser Vorgesetzter. Ich würde sagen, wir scheißen auf den alle vier gleichzeitig drauf und dann kann er mal zusehen, wie er aus dem Scheißeberg entkommt. Als ob der hier seinen Maul aufmachen könnte. I'm not some word doll and I'm definitely not a rabbit. Na, was ist er denn dann? Also wenn der kein Hase ist und keine Puppe, dann weiß ich auch nicht. Irgendeine Abart? Almighty Nagamimi? What's going on? Why are you being so rude to us? Nah, this is the real me. I hate having to act all prim and proper for work. Naja, immerhin ist er ehrlich. Er hasst es so zu tun, als wenn er hier der Liebste und Größte wäre. Das ist sein wahres Ich, der ist halt so. Now, if you want to survive here, I suggest you stop treating me like some cutesy little rabbit. Boah, wenn wir überleben wollen, dann sollen wir aufhören, ihn als so eine Art süßes Hasentier anzusehen. Whilst you regret it, I personally make sure of that. Get it? Got it? Good. Ansonsten werden wir schon sehen, was wir davon haben. We regret it. And I wonder what he means by survive. Ja, gar nicht weiter nachfragen. Also bereuen will ich gar nichts. How long are you going? Dig around over there. No one's headquarters is this way. Come on, follow me. Okay, ja, was für ein kleiner Miesepeter. Aber er scheint tatsächlich gerade genau so zu sein, wie wir ihn von Anfang an der ersten Folge gesehen haben. Please wait. Und wir warten. So, hier war ich ja schon mal drin. Aber da ist beim ersten Besuch nichts Spannendes passiert. Jetzt werden sich neue Wege öffnen wahrscheinlich. This is the headquarters of Nolan's Enterprises, developers of 17 Count. Ja, das ist das Hauptquartier. Und hier ist auch der Entwickler des 7. Encounters. Also 7 Encount ist ja das, wo wir gerade drin waren, diese Spielehalle. We only just moved from America last month. So it's still pretty empty. Aha. Wir sind von Amerika erst letzten Monat hierher gekommen und deswegen ist es hier auch so verdammt leer und ruhig hier drin. Come on, we'll be going to the third floor, the conference room. Get on the elevator and go. Ja, wir sollen zum Fahrstuhl und ab in den dritten Flur, in die dritte Ebene. Machen wir auch direkt, weil woanders kommen wir noch nicht hin. Okay, ich kann noch gar nicht so viel, aber schaut mal, wie viel wir zukünftig hier abgrasen können. Momentan ist 1F Entrance Lobby. Müsste da nicht stehen EG für Erdgeschoss oder ich weiß nicht, wie das im Englischen heißt. Wobei es gibt Länder, da ist ja tatsächlich der erste Stock, wird ja als Erdgeschoss angesehen. Wie komisch ist das denn? Stellt euch vor, ihr seid, ich weiß nicht in welchem Land das ist, aber ich weiß, dass es tatsächlich so ist und das ist doch keine Seltenheit. Und daran müsst ihr mich auch gewöhnen, wenn ich im Fahrstuhl bin und ich drücke dann irgendwie Erdgeschoss und komme dann im Keller raus. Ei, nichts für mich. Ja, Conference Floor. Gehen wir direkt mal hin. Und hier ist ein Speicherpunkt. Ja, ich speichere das Ganze mal ab. Hier, schaut mal auf die Uhrzeit. Ist jetzt eine knappe Stunde vergangen. Ich meine, ich zeige jetzt die ganze Stunde selbstverständlich nicht. Aber wenn man hier so ein bisschen ein paar Sachen abgrast. Okay, die Story geht auch schon direkt weiter. Aber was ist weiter hin? Let's go, hurry up. Er hat sogar noch einen Boss. Ich habe gedacht, er ist der Boss. Er könnte natürlich auch Blödsinn erzählen, aber ich bin mal gespannt, wer über ihm steht. Ersa? Ja, wir nicken das Ganze ab. I don't get what's happening. Ich auch nicht. Can you tell me what's going on? Ja, der Boss wahrscheinlich. Die Frage an sich hätte man sich sparen können. Fine, but listen closely. I'm gonna say this once. Ja, er gibt uns einmal die Erklärung. Seventh Encounter is no ordinary game. Es ist kein gewöhnliches Spiel, sagte er.
Wither, that's a testing device to seek out those who possesses a unique ability. Okay, auch hier ist er wieder ehrlich. Er sagt, das ist wirklich nur ein Test gewesen, um herauszufinden, welche Personen halt diese einzigartigen Fähigkeiten besitzen. Ja, what kind of ability? Ja, ich frage auch mal lieber hier, you mean I'm unique? Ja, was, ich bin einzigartig? Nehmen wir Fragen, was denn genau für Fähigkeiten? Monster zu plätten? Ach, tatsächlich. The power to slay dragons. Ja, haben die auch gesagt, die suchen ja Dragon Slayer. Und vor allem irgendwie ein bisschen witzig, dass ich einen Charakter genommen habe aus Fairy Tail. Und bei Fairy Tail geht es ja auch um Dragon Slayer. Nur Erza ist keiner von denen. Ja, fällt mir jetzt gerade so ein. According to the governmental specifications, you are the perfect fighting specimen. Ja, wir sind die perfekte Kampfeinheit. But what about me? I can't fight. Da ist was dran. Sie hat ja nicht gekämpft, aber sie hat uns logistische Tipps gegeben. There are many kinds of strengths. You may be absolutely weak, but you do have the key. Was? Of a navigator. Ja, er sagt auch, sie ist zwar unwahrscheinlich schwach, aber sie hat andere Fähigkeiten, zum Beispiel das Navigieren eines Teams. Me, a navigator? Ja, so wie Nami von One Piece. But second point. This all was part of the scouting process. We are short on manpower at the moment. So, if you do well, you get me as a boss. Doesn't that bring tears of joy to your super little eyes? Ja, ob das nicht irgendwie Freudentränen auf unser Gesicht zaubert, dass er momentan der Boss für uns ist. Wait, haven't Dragons been gone for Mrs. Century now? Okay, ich dachte, das sei hier relativ normal, weil wenn die hier schon Monster haben... Ich hätte es nicht gedacht, dass das für die so außergewöhnlich ist, dass es noch Drachen gibt. Anscheinend sind die wohl auch ausgestorben und es ist jetzt für die eine Überraschung, dass die generell nach Drachen Tötern suchen. You can ask all the questions you want to the high-ups. Come on, they won't wait forever. Ja, das sollen wir aber dann eher seinem Boss erzählen. Ja, dann mache ich hier an der Stelle einen Break. Wenn ihr wissen wollt, wer der Boss von dem kleinen Hasen ist und warum die uns jetzt hier nur ausgesucht haben als Dragon Slayer, dann müsst ihr einschalten in der nächsten Folge und bis dahin alles Gute und drin hauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.